Heute geht es um zwei Hype-Düfte aus dem Hause Franck Olivier, und zwar den Oud Touch und den Black Touch. Und damit hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und Oud Touch ist ja wirklich ein Duft, der hoch und runter gelobt wird auf Parfumo. Ich habe unfassbar viel über ihn gelesen, habe ihn auch schon ein paar Mal auf YouTube gesehen und mich hat sofort die Frage fasziniert, okay, lohnt es sich denn diesen Oud-Duft zu kaufen im Preissegment unter 30 Euro oder 20 Euro. Denn man muss über beide sagen, beide sind relativ günstige Düfte. Beide liegen so, ich sag mal, 20 Euro plus minus ein paar Euro. Und das ist ja wirklich für einen Oud-Duft relativ günstig. Und natürlich dürfen wir ja nicht erwarten, dass hier echtes Oud drin ist. Ja, ich meine, das Zeug kostet 80.000 Euro, 100.000 Euro. Ist unfassbar teuer, unfassbar selten. Und dass das hier in so einem 20-Euro-Parfum drin ist, ist natürlich eine Illusion. Vielleicht 0,001%, dass sie es draufschreiben dürfen, aber mehr auch sicherlich nicht. Ich werde übrigens über beide Düfte immer parallel sprechen. Das heißt, immer ein bisschen darauf achten, über welchen ich jetzt genau was sage. Ich versuche es auch einzublenden. Anfangen möchte ich jetzt erstmal so ein bisschen bei den beiden Flakons. Die Flakons sind sehr schön verarbeitet. Was ich sehr, sehr schön finde, dass wir hier unteren Preissegment einzigartige Flakons haben. Das heißt, wir haben ja nicht nur irgendwie, ich sag mal, den x-tausendsten. Wir wissen ja alle, wie dieselben Flakons aussehen, die irgendwie bei Parfumo gelistet sind oder auf Amazon, auf eBay. Gibt halt so ein paar Flakons, die man sich günstig kaufen kann, irgendwie aus Asien, wo auch immer. Und ich finde es schön, dass sie hier was Eigenes machen, dass sie hier wirklich einen eigenen Weg gehen. Diesen schönen Baum hier drauf sehen wir, ist so ein bisschen als wäre da irgendwie ein Würfel drin in diesem Flakon. Oud Touch Franck Olivier mit draufstehen, bei dem anderen natürlich Black Touch Franck Olivier. Sprüher ist ganz gut, ein bisschen direkt, aber ich sag mal, es ist kein schlechter Sprüher. Ist eben nicht voluminös, sondern eben sehr, sehr punchy, sage ich mal. Nicht zu dosieren, ist doof, aber ich sag mal, das erwarte ich auch nicht bei einem Duft, der 15, 20 Euro kostet. Möchte damit eigentlich auch direkt übergehen zur Duft-DNA von jeweils beiden und möchte hier auch anfangen mit dem Oud Touch. Ich habe mir beide schon mal aufgesprüht, jeweils auf einem Arm, und möchte jetzt so ein bisschen eben auf die Einzelheiten eingehen. Die Duftpyramide vom Oud Touch sieht ja eigentlich ziemlich jugendlich aus, ziemlich tragbar, ziemlich unudig, ist eigentlich wie so ein typischer Rose-Oud-Duft, musste aber so ein bisschen enttäuschen. Also sowas wie Orange, Himbeere, Toffee oder so haben wir hier gar nicht mit drin. Wir haben hier einen, ja, leicht süßlichen vielleicht, aber gar nicht fruchtigen Oud-Holzduft. Dieses Oud, was hier drin ist, ist sehr wenig, also ist es kein typischer Oud-Wood oder was man hier auch irgendwie ersetzen könnte. Es ist einfach nicht wirklich ein Oud-Duft. Es ist aber ein sehr holziger Duft. Er ist sehr erwachsen und das war so ein bisschen meine Überraschung. Er ist überhaupt nicht jugendlich. Also wir haben hier eben diese Rose Holz, ja, Rose Oud ist es ja nicht wirklich, aber Rose Holz Kombination zusammen mit einer Weihrauchnote mit drin. Und offiziell, das habe ich so nachgelesen, soll das ein Oud Isafan Duft von Dior, ein Klon von dem Oud Isafan von Dior sein. Das kann ich nun wirklich nicht bestätigen, ob das so ist. Ich finde aber dieser Oud Touch hat eine sehr erwachsene DNA. Man könnte einfach sagen, sehr männlich, sehr typisch maskulin. Hingegen ist es bei dem Black Touch so, dass der eigentlich überraschend tragbar ist. Erinnert am Anfang so ein bisschen an den Encre Noir, so ein bisschen verbrannt, so ein bisschen erdig, cool dann aber sehr schnell runter. Wir haben hier wirklich die, ich sag mal, ähnlichste Assoziation zum Encre Noir à l'extrême. Am Anfang muss ich dazu sagen, dann wird er aber sehr, sehr ruhig. Also so spätestens nach einer halben Stunde legt sich das Ganze mit dieser, ich sag mal, sehr aggressiven, verbrannten Note und so, und er wird ein bisschen ruhiger. Und dann entwickelt er sich eigentlich in einen Duft, der sich als zedrig würzig beschreiben lässt und ist damit eigentlich ziemlich tragbar. Er ist auch ebenfalls sehr trocken, also man kann eigentlich so sagen, sehr, sehr staubtrocken eigentlich. Trotzdem ist er ein bisschen jugendlicher, ein bisschen jünger als der Oud Touch. Wodurch das ausgemacht wird, weiß ich ganz ehrlich gar nicht so. Bei dem Oud Touch ist es eben so ein bisschen puderiger mit drin. Ich habe das Gefühl, dass diese puderige Note so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht eins zu eins, wie diese Düfte wieder riechen, aber es erinnert mich an so ein Dior Eau Sauvage oder an so ein Kouros. Also so Düfte, wo ich sagen würde, okay, ich bin da 40 Jahre zu jung für. Ne, wenn du den trägst, total cool und so, aber die sind mir einfach zu alt, zu oldschool. Ja, das sind so 80s Powerhouse Düfte. Und da geht der Oud Touch auf jeden Fall hin. Ich finde aber, der Black Touch ist da einfach sehr viel tragbarer, sehr viel alltagstauglicher, sehr viel zurückhaltender und eben nicht so, weißt du, die so Oud Touch und Kouros und so, dass der in den 80ern verhaftet irgendwo, ne, jetzt nicht böse gemeint, aber der Black Touch ist einfach ein sehr viel jugendlicherer Duft, der auch eben so ein bisschen eher diese grünen, modernen Noten mit auffasst, das heißt grün, würzig und eben nicht so in diese herbe, holzige Note mit reingeht. Bei der Haltbarkeit und Sillage tun sich beide eigentlich auch nichts. Beide sind, wenn du sie aufsprühst am Morgen, am Abend eigentlich immer noch da. Der Oud Touch ist in meinen Augen einfach noch mal ein bisschen stärker, ein bisschen intensiver und hält länger, und ich sag mal, wenn du dich jetzt nicht davor
geduscht hast, wirst du ihn auf jeden Fall noch, wenn du dich ins Bett legst, riechen. Das ist beim Black Touch ein bisschen anders. So gerade nach so einem Arbeitstag, so 7, 8 Stunden, ist der abgeklungen, ist er sehr ruhig und dann nimmt man ihn einfach sehr viel weniger wahr und orientiert sich da eigentlich schon fast eher am Encre Noir, der auch sehr stark ist. In meinen Augen ist der Encre Noir aber noch ein bisschen intensiver, ein bisschen stärker, hält ein bisschen länger und der Black Touch ist da einfach ein bisschen zurückgenommener, ein bisschen ruhiger und hält einfach nicht so lang. Und ich finde, das, was ich jetzt gesagt habe, fasst die beiden Düfte auch eigentlich ziemlich gut zusammen. Der U-Touch ist sehr erwachsen, sehr maskulin, hält unfassbar lange an, ist sehr penetrant, sehr aufdringlich, sehr übergriffig, würde ich mal sagen. Und der Black Touch ist hingegen eher dem Encre Noir sehr ähnlich, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen grüner, ein bisschen jünger und ein bisschen moderner und orientiert sich dann eher an modernen DNAs, während hingegen der U-Touch sich eher so ein bisschen an älteren DNAs, vergangenen DNAs orientiert. Bei der Frage, welchen ich von den beiden für wen jetzt genau empfehle, ich kann sagen, ich finde den Black Touch, den, ich sag mal, hochwertigeren Duft. Ich finde ihn feiner, ich finde ihn besser austariert. Ich finde ihn, also was meine Ansicht von Parfum ausgeht, finde ich ihn hochwertiger, besser gemacht. Hingegen ist der U-Touch eben dafür Monster, das kann man so sagen. Der hält einfach sehr, sehr stark und da auch einfach andere Zielgruppen bedient. Also während das hier, der U-Touch, wirklich was ist, wo ich sagen würde, okay, da muss man erstmal alt genug dafür sein, dass man das tragen kann und auch tragen wollen, ist der Black Touch dann schon eher eigentlich was, was auch Leute wie ich tragen können. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne DNA. Und ich kann eigentlich schon fast sagen, falls dir Encre Noir gefällt, vielleicht falls der Encre Noir ein bisschen zu trocken ist, ein bisschen zu erdig, ein bisschen zu aggressiv, ist eben dieser Black Touch, vielleicht auch wenn du so in die Richtung Terre d'Hermès gehst, und sagst, okay, so trockene Düfte, so herbe Düfte gefallen mir und ich möchte irgendwo sowas zwischen Terre d'Hermès und Encre Noir, ist der Black Touch auf jeden Fall ein Blick wert. Und für mich auch der Duft, bei dem ich sagen würde, den kann ich euch empfehlen. Ich glaube, gerade wenn ihr Encre Noir kennt, schon mal gerochen habt oder vielleicht auch sagt Terre d'Hermès, ne, dann könnt ihr auf jeden Fall den mal testen. Da könnt ihr auch den fast schon blindbein, würde ich sagen, kann man dann machen, wenn man das mag. Während hingegen dieser U-Touch auf jeden Fall ein Duft ist, bei dem ich sagen würde, überleg dir ganz genau, was du hier tust, ob du den kaufen möchtest, ob du diese Duft-DNA haben möchtest, die eben erwachsen, maskulin, 80er, oldschool ist. Ist für den Preis toll, kann man so sagen, für 20 Euro ist das eine sehr einzigartige DNA, die eben auffällt. Sie fällt auf, sie ist sehr, wie gesagt, übergriffig, sage ich mal. Aber ist halt, glaube ich, eher für eine Zielgruppe geeignet, die Hypothese jetzt nicht so viel auf meinem Kanal unterwegs ist, weil es einfach eine ältere DNA ist. Für die bin ich auch persönlich einfach zu jung. Aber jetzt interessiert mich deine Meinung, gerade bei meiner Einschätzung zum U-Touch, ob du auch sagst, das ist eher eine DNA für ältere Leute. Jetzt, ich sag mal, in unserem Altersspektrum oder in meinem Altersspektrum ist das vielleicht ein bisschen zu erwachsen, zu herb, zu oldschool. Oder ob du sagst, yo, Jan, das ist mein Duft, das ist meine DNA. Was natürlich auch sein kann, schreib mir das bitte unten rein. Vielleicht habe ich hier auch irgendwas übersehen bei dem Duft, wo du sagst, Jan, guck mal, riech dir nochmal mit dem Aspekt irgendwie, mit der Seite. Vielleicht siehst du da noch ein bisschen mehr. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreib das unbedingt in die Kommentare rein, was du von einem von den beiden hältst und vielleicht auch, ob du den Oud Isafan kennst. Like in das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.